Stellt euch vor, ihr seid Scott Kaufen. Ein ganz normaler Arbeitstag beginnt für dich und du fährst deinen Rechner hoch und gehst auf Reddit, zum offiziellen 530 Subreddit. Du bemerkst, dass du unter zwei Posts häufig von deinen Fans getaggt wurdest und klickst interessiert auf sie. Was du danach siehst, ist ein Video einer E-Mail, die du zu einem Fan geschrieben hast, aber nie verfasst hast. Jemand hat sich als dich ausgegeben und verbreitet mit dieser Fake-Mail nun Chaos in der Community, da über die Kanonizität der Bücher dort gesprochen wurde. Dir stehen hier also zwei Optionen über. Erstens, du sagst nichts und siehst zu, wie deine Community brennt, oder zweitens, du nimmst Stellung dazu. Doch halt, fangen wir noch einmal ganz von vorne an. Zum Aufnahmezeitpunkt gestern um 1 Uhr scrollte ich auf Reddit und stoß dabei auf diese beiden Posts, die vor einer Stunde vom selben Nutzer gepostet wurden. Ich las mir die Nachricht von Scott durch und war zumal sehr verwirrt. Aber was stand da überhaupt drin? Hallo, ich verstehe deine Besorgnis und in der Community wächst die Sorge, was die Novellen für den Kanon von FNAF bedeuten. Du hast angesprochen, was ich vor Jahren in einem Steam-Post sagte. Und das gilt auch jetzt noch. Aber ich habe bemerkt, dass es unterschiedliche Meinungen zu meiner Aussage gibt, was ich verstehe. Ich hatte die Fast Before Novellenserie ins Leben gerufen, um Verwirrung in Bezug auf die Geschichte zu stiften, aber mir ist jetzt klar, dass ich damit nur noch zu mehr Verwirrung beigetragen habe, da meine Absichten nicht so klar waren, wie ich dachte. Seit diesem Steam-Post habe ich es vermieden, eine explizite Antwort zu geben. Ich wollte sehen, ob die Fans das selbst herausfinden können. Und so habe ich versucht, die Leute auf die richtige Interpretation zu lenken, indem ich Hinweise in Security Breach hinterlassen habe. Aber es scheint nicht so, als ob sie von vielen Leuten bemerkt wurden. Ich möchte nicht sehen, wie sich die Leute zanken und streiten. Das erinnert mich an die Debatten um The Bite of 87 und Mike Trapp. So etwas sehe ich nicht unbedingt gerne. Ich habe lange gebraucht, um eine klare Antwort zu geben. Also kann ich das jetzt beenden. Die Fast by Fights Bücher haben bestimmte Geschichten, die in der Kontinuität der Spiele stehen. Das sind die Geschichten, die mit dem größeren Handlungsstrang um Andrew, Larson und Jake verbunden sind. Und Tales from the Pizza Deck steht in seiner Gesamtheit in der Kontinuität der Spiele. Ich habe versucht, diese Lücke mit Frailty zu schließen, aber das hat nicht so ganz geklappt, wie ich erwartet hatte. Bei mir, als auch bei vielen anderen, klangen die Alarmglocken sofort. Es gab sehr viel, was unter dieser Mail suspekt war. Und das offensichtlichste wäre wohl, warum Scott Kaufen einen beliebigen Fan solch sowas sagen würde. Wenn, dann würde er dies einer Person sagen, wo in der Community heraufgeblickt wird. Und das haben die meisten gecheckt. Jeder war suspekt über diese E-Mail, vor allem, weil Scott sowas nie in solch einer Form ausdrückt. Wäre er wirklich so offen, gäbe es diese Debatten um den FNAF-Kanon überhaupt nicht. Kommen wir zu Scotts Antwort. Ich bin mir nicht sicher, ob die E-Mail selbst gefälscht war oder ob jemand, der sich als mich ausgab, sie geschickt hat, aber jeder, der mich nach all den Jahren kennt, sollte wissen, dass ich ein so ernstes Thema nicht auf diese Weise angehen würde. Ich möchte also die Gelegenheit nutzen, mich so klar wie möglich auszudrücken. Was die Leute über die Kanonizität der Bücher sagen, ja, das ist richtig. Ich weiß zwar nicht, was ihr bei dieser Nachricht interpretiert, aber für mich scheint es nicht so, als würde er damit ausdrücken wollen, dass jetzt beispielsweise Stitchline Games 100%ig bestätigt ist. Für mich wirkt es wie eine Wiederholung auf die Antwort auf Mangels Geschlecht damals auf Steam. Er trollt uns. Er weiß, dass es ständig Debatten zu diesem Thema gibt. Und ich interpretiere es so, dass er damit nur sagen wollte, dass einige Dinge, welche andere Leute über die Kanonizität der Bücher sagen, tatsächlich richtig sind. Er bleibt aber so vage wie möglich, um uns nicht wirklich eine gute Antwort zu geben. Und ich glaube, dass dies in diesem Fall der große Fehler ist. Mit seinen vagen Äußerungen gießt er nur noch mehr Öl in das ohnehin schon brennende Feuer und ich glaube nicht, dass sich daran in der nahen Zukunft leider etwas ändern wird. Naja, das war schon alles, was ich dazu sagen kann. Mich würde gerne eure Meinung dazu interessieren und ansonsten wünsche ich euch einen fantastischen Tag und wir sehen uns auf der Flipside.